Als ich heute Morgen einen Rundgang durch meinen Garten gemacht habe, war das ein sehr trauriger Anblick. Nichts als verwelkte Pflanzen und Unkraut. Und in Nachbars Garten blühen die Tulpen, Krokusse und Narzissen schon. Vielleicht hätte ich im Herbst doch ein paar Blumen pflanzen sollen. Aber das wird jetzt geändert und spätestens heute Nachmittag fängt auch in meinem Garten der Frühling an. Hat man im Herbst den richtigen Zeitpunkt für die Blumenzwiebeln verpasst, kann man auch mit vorgezogenen Pflanzen schnell ein paar frühlingshafte Farben in Beete und Blumenkästen zaubern. Neben den klassischen Frühblühern wie die Hornveilchen, Narzissen, Tulpen und Stiefmütterchen lassen sich auch mit leuchtenden Hyazinthen oder Anemonen wunderschöne Farbkombinationen pflanzen. Wer gleichzeitig auch schon für den Sommer vorsorgen möchte, besorgt sich am besten auch gleich die entsprechenden Zwiebelsortimente. Aber Vorsicht! Diese können kaum oder gar keinen Bodenfrost vertragen. Also wartet man mit dem Einpflanzen besser, bis die Eisheiligen vorbei sind. Alternativ kann man natürlich auch Saat kaufen und in einem Frühbeet aussehen. Eine kleine und günstige Version wie diese findet in jedem Garten Platz. Mit Pflanzen bin ich soweit schon mal gut versorgt. Aber da es nicht nur in den Beeten, sondern auch auf dem Balkon und der Terrasse blühen soll, brauche ich noch ein paar schöne Balkonkästen und Pflanzkübel. Und wenn ich schon mal dabei bin, finde ich bestimmt noch ein paar niedliche Sachen für die Dekoration. Mal schauen. Bei der Auswahl von Blumenkübeln ist zunächst natürlich die ansprechende Optik entscheidend. Allerdings gibt es auch einige praktische Aspekte zu bedenken. So ist beispielsweise darauf zu achten, dass die Kübel über einen guten Wasserabfluss verfügen, um so die für Pflanzen gefährliche Staunässe zu vermeiden. Außerdem sollte man das Eigengewicht der Kübel im Auge haben, falls man eventuell mal den Standort wechseln möchte. Und will man die Kübel auch über den Winter im Freien stehen lassen, ist unbedingt auf deren Frostsicherheit zu achten. Für den Balkon empfehlen sich Kästen mit integriertem Bewässerungssystem. Bei diesen wird der Wasserspeicher über eine seitliche Öffnung befüllt und versorgt dann die Pflanzen, ohne sie zu überwässern. Der Füllstand des Speichers ist jederzeit am Wasserstandsanzeiger kontrollierbar. Neben der Blütenpracht kann man den frühlingshaften Eindruck dann noch mit vielen kreativen Dekorationsideen unterstreichen. Während dieser Part früher fast ausnahmslos vom legendären Gartenzwerg übernommen wurde, gibt es heutzutage eine Vielzahl an tierischen Motiven, glitzernden Wasser- und Windspielen sowie zahllose Windlichter und Kerzenhalter für entspannende Stunden im Freien. Rechtzeitig zu Ostern dürfen natürlich auch putzige Hasen und kleine Nester nicht fehlen, die sich wunderbar in und um die Kübelpflanzen drapieren lassen. Und an Stauden, die erst später blühen, werden fröhlich bunte Ostereier gehängt. Jetzt habe ich hier gerade noch etwas ganz Spezielles entdeckt, eine Kräuterspirale. Durch den spiralförmigen Aufbau und die Fähigkeit, Wärme zu speichern, emittiert so eine Kräuterspirale gleich 4 verschiedene Klimazonen und bietet so optimale Wachstumsbedingungen für Pflanzen jeglicher Art. Und ein echter Hingucker im Garten ist sie ohne Frage auch. Für mich ist diese Ausführung der Kräuterspirale allerdings ein wenig zu groß, deshalb habe ich mich für die kleinere Variante entschieden. Und die bekomme ich, ebenso wie meine anderen Einkäufe, dank dieser Partnerkarte mit 3% Sofortrabatt. Der Aufbau einer Kräuterspirale ist denkbar einfach, denn er erfolgt gänzlich ohne Schrauben, lediglich über Steckverbindungen und Abstandshaken. Diese kleinste Version der Kräuterspirale ist auch für die Terrasse oder sogar für den Balkon geeignet. Zum Auffüllen der Wandung benötigt man nicht mal 25 Kilogramm an Ziersteinen. Dann schnell noch die Pflanzenflächen mit 20 Liter Blumenerde auffüllen und schon kann man mit dem Einsatz der Kräuterpflanzen beginnen. Alternativ bietet sich natürlich auch eine Bepflanzung mit Blumen an. Die Kräuterspirale ist definitiv schon mal ein Frühlingshighlight in meinem Garten. Aber der Rest sieht ja wohl immer noch aus wie Kraut und Rüben. Also ran an die Beete! Bevor man an das Bepflanzen der Beete geht, sollte man sich überlegen, ob und wenn ja wie man die verschiedenen Blumensorten kombinieren möchte. So hat ein monochrom angelegtes Beet mit vielen gleichen Pflanzen sicher seinen Reiz.
Richtig frühlingshaft aber wird es erst durch das Mischen der bunten Vielfalt. Um bei Mischbeeten die schönsten Effekte zu erzielen, sollte man vor allem auf die verschiedenen Blühzeiten und die Wuchshöhe der jeweiligen Arten achten und dann passende Kombinationen wählen. An robusten Frühblühern wie Stiefmütterchen und Hornveilchen kann man bis in den Frühsommer hinein Freude haben. Für farbenfrohe Kästen und Kübel auf dem Balkon oder der Terrasse eignen sich Hyazinthen besonders gut zur Bepflanzung in kleinen, intensiv duftenden Gruppen. Der meistverbreitete Frühblüher ist natürlich die Tulpe. Wie die Tulpen sind die leuchtend gelb blühenden Narzissen hochwachsende Frühblüher, wodurch sie perfekt mit niedrigeren Arten in einem Beet oder Kübel kombiniert werden können. So, nun habe ich neben meine neu bepflanzten Beete auch noch so eine tolle Solarlampe gestellt. Die erzielt in der Dämmerung und auch nachts eine wunderschöne Atmosphäre. Und damit ist in meinem Garten endgültig der Frühling eingekehrt.